Romina, hattest du schon mal ein ganz schlimmes erstes Date? Was zum Beispiel richtig scheiße ist, ist, wenn du auf ein Date kommst und dann hat er zum Beispiel was, wo er gar nichts für kann, aber ich hatte mal jemanden, der hat einen ganz schlimmen Sprachfehler gehabt. Der hat Fleisch gesagt. Oh, das scheiße. War schon, also weißt du, das war echt, der war schon schön, aber der hat immer gesagt, ja, also ich würde dann das Fleisch nehmen und... War schon, wir waren halt beim Italiener und wir mussten sehr, sehr lange warten, bis das Essen kam. Und dann hat er so zu dem Kellner gesagt, ja, der Wein geht auf euch, ne? Krass lange gewartet und so einen Macker gemacht. Oh. Und dann meinte der Kellner, ja, ja, stand der Wein hinterher drauf. Oh. What now? Das hat er das unangenehm. Ausdiskutiert, wollte den Geschäftsführer sprechen. Nein. Und irgendwann habe ich dann 10 Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, bitte bezahl den Wein hier vorne. Das ist jetzt wirklich ganz das unangenehm. Ich habe den nie wieder gesehen. Du bist weder Fisch noch Fleisch. Von gemeinen und schlimmen ersten Dates würde ich euch auch gerne erzählen. Ich hatte nämlich auch erst vor kurzem eins und das ist nicht so glimpflich ausgegangen. Sagen wir es so, ich spoiler kurz. Ich wollte schon nach der Vorspeise wegrennen. Und was hörst du so für Musik? Ich? Weiß nicht, alles bunt durchmischt. Ich höre gerade vor allem sehr gerne Neoklassik, ja, weil ich da... Oh. So, was darf es denn sein als Vorspeise? Die Dame, bitte. Ja, ich würde die gegrillten Baby-Kalamari nehmen. Mhm. Und für die Hauptspeise warte ich noch ein bisschen. Danke. Und du? Baby-Kalamari? Ja. Du isst noch Fisch. Ja. Du weißt doch gar nicht, wo der herkommt. Aus der Küche. Na, jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, hast du die Dokumentation Seaspiracy auf Netflix gesehen? Solltest du echt mal machen. Nein, habe ich nicht gesehen. Aber kennst du diese eine True-Crime-Doku, wo der Typ von seinem Date noch vor der Vorspeise in der Fritteuse versenkt wird? Das Essen des Gegenübers kommentieren. Wie finden wir das? Also ich finde es tatsächlich, das Schlimme ist ja, er hat ja einen Punkt und das macht es so unangenehm, weil er dich in so eine blöde Situation bringt. Er hat den Abend ruiniert, weil du kannst nur noch doof aussehen dabei. Und er hat ja auch recht. Eigentlich kann man da nur sagen, ja, scheiße, du hast recht. Aber ich wollte so gerne Babykalamari. Aber es ist mir scheißegal, ich bin ein schlechter Mensch. Ich war einfach ein schlechter Mensch zu der Zeit damals noch. Inzwischen esse ich das nicht mehr. Wie hättet ihr reagiert? Boah, finde ich richtig schwierig auch. Weil normalerweise fängt man ja dann mal an, sich zu rechtfertigen. Und dann sagt man so, ey, aber dafür mache ich Zero Waste. Ja, oder man macht es wirklich ehrlich und sagt wirklich in dem Moment, ich weiß, du hast total recht. Und es ist einfach noch so drin. Und ich esse die jetzt, ich appreciate sie sehr. Und dann schicke ich sie in den Himmel. Und dann beim nächsten Mal bestelle ich es nicht. So spirituell die nochmal. Ich glaube, dann rennt er wahrscheinlich direkt weg. Dann hat die Hauptspeise gar keine Chance mehr. Wenn er sich denkt, jetzt spricht die auch noch mit dem Baby-Kalamari, die Alte. Ja, oder du sagst einfach, ey, wenn wir jetzt in China gewesen wären, hätte ich mir jetzt kleine Hundebabys bestellt. Das sei doch froh. Okay, gut, schocken, einfach auch gut. Einfach drauf schocken. Ich habe meinem Date Marty noch eine Chance gegeben. Und wir Weil haben, du dann doch ein guter Mensch bist. Ich bin halt einfach ein guter Mensch. Ich bin einfach ein guter Mensch und dachte mir so, komm. Vielleicht hat er auch recht. Mal gucken, ein bisschen Hauptspeise geht noch. Das ist dabei rumgekommen. Auf dich. Auf uns. Aber vor allem auf dich. Aber auch auf uns. Aber ich will, dass es mal um dich geht. Okay. Dürfte ich das schon mal abräumen? Ja. Ich wüsste auch schon, was ich als Hauptgang hätte. Also ich empfehle auf jeden Fall die frisch gemachten Pasta mit Steinpilzen und frischem Büffelmozzarella. Oh, doch, das klingt sehr geil. Ja. Doch, die Pasta, die nehme ich. Sehr gerne. Danke. Mutig. Kohlenhydrate nach 18 Uhr, wirklich? Ja. Und weißt du was? Das sind die einzigen, die ich heute Abend nach 18 Uhr noch vernaschen werde. Das ist hart. Dann muss man ja auch noch essen.
Ja, und dann kommen die Pasta, ja, und dann willst du ja die Pasta. Wie unangenehm ist das, wenn du dann noch die Pasta dir in den Mund stecken willst und denkst so, oh Gott, er denkt sich, ich bin eine fette Kuh. Aber was isst er denn eigentlich? Er hat gar nichts bestellt dann, oder? Nee, er hat den Salat genommen. Salat. Gut. Vorspeise und Hauptspeise durfte ich mit Marti genießen. Die Nachspeise habe ich für euch beide aufgehoben. Dankeschön. Begrüßt mit mir mein Ex-Horror-Date Marti. Ich hab auf den Bildern sahst du irgendwie ein bisschen größer aus. Ach so, ja. Das tut mir jetzt total leid, weil da kann ich ja jetzt auch gar nichts dran ändern, aber da haben wir jetzt beide irgendwie voll Pech gehabt, weil ich stehe total auf Höflichkeit. Also irgendwie. Ich sag mal so, bei mir musst du dir keine Sorgen machen wegen der Größe. Du verstehst, was ich meine. Okay. Ja. Gut. Apropos Größe, ja, ich bin kein Zauberer, aber ich kann auch Großes ganz schnell verschwinden lassen. Du meinst jetzt gerade das ungute Gefühl zwischen uns beiden? Mach das mal weg. Ich will auch was zu trinken haben. Oh. Danke. Guten Appetit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Schokokuchen und Sahne. Jo. Das ist ja spannender als bei meiner Oma zu Besuch. Mensch, bist du immer so aufregend drauf oder was? Findest du nicht aufregend genug? Doch, doch, voll, absolut. Es ist einfach nur... Ja, nächstes Mal nehme ich Spaghetti, als dass die Sahne gefroren. Ach komm, das ist irgendwie ein bisschen blöd gelaufen jetzt alles. Was machst du so? Also auf was stehst du? Also abgesehen von mir, sonst hättest du mich ja nicht getroffen. Auf Zurückhaltung. Okay. Auch mal Understatement. Mhm. Und vielleicht sich selber auch einfach mal nicht so in den Fokus rücken. Mhm. Das finde ich total sexy. Da bin ich auch voll auf deiner Seite, ja, total. Erzähl mir mal was von dir. Zum Beispiel ich liebe Kunst. Mhm. Ich gehe gerne ins Museum, ich gehe gerne ins Theater. Also mehr, wahrscheinlich nicht so dein Ding, so intellektuellere Sachen so. Das ist so, aber was machst du? Also am Wochenende starte ich ganz gerne mal mit so ein paar Shots und dann treffe ich mich mit meinen Leuten an der Bushaltestelle und dann saufen wir ein bisschen, pöbeln ein bisschen. Und wenn ich dann so richtig angetütert bin, dann hole ich mir ganz gerne mal einen Döner, fahre jetzt mich zu Hause hin, gucke Berlin Tag und Nacht und dann koma ich irgendwie weg. So, eigentlich ist das jetzt nicht so deins? Hast du deine Haare gefärbt? Ja. Ja, weil ich hatte dich noch so ein bisschen so Penelope Cruz-mäßig in Erinnerung auf den Fotos. Ja, witzig. Nee, ja? Gar nicht. Gar nicht? Nee, ich sehe eigentlich genauso aus wie ich auf den Fotos. Also ich meine, du auch. Du siehst auch so aus. Es gibt ja so Menschen, ganz wenige Menschen, sind genauso dumm, wie sie aussehen. Mhm. Super selten. Bei dir könnte es sein. Das wäre cool. Das wäre cool. So einen wollte ich mal immer schon kennenlernen. Willst du was trinken? Super gerne. Coca-Cola Light. Ja, Light, genau. Trinkt ihr Frauen ja gerne. Wo man sagen muss, ne, das ist ja gefährlich. Süßstoff, krebserregend, so gesund ist das nicht. Ja? Ganz kurz, ruhig, ganz kurz. Leute, ihr seht hier, das ist ganz selten. Oder gibt es bald nicht mehr einen Mansplainer? Ist vom Aussterben bedroht. In 10 Jahren werden die tot sein. Das wissen die noch nicht. Aber hier ist noch ein Exemplar, was uns die Welt so toll erklären kann. Ganz toll, mach doch bitte weiter. Danke. Hey, gibt's das nicht mehr? Ja, mir ist schon wichtig, dass du überlebst. Ah, guck mal. Vielen Dank, Dankeschön. Habt ihr vielleicht auch was zu trinken für mich? So ein einen halben Liter Wodka oder irgendwie sowas wäre vielleicht so. Okay. Dankeschön. Mmh, lecker. Schokokuchen. Sammelst du Energie für heute Nacht? Also ganz ehrlich, ich habe eine Schokoladenallergie. Ich hoffe einfach, dass ich sterbe.
und dann vom Krankenwagen nach Hause gefahren werde. Ist deins lecker? Mhm. Muss auf die Figur ein bisschen achten, ne? Ja. Ich krieg gerade so ein bisschen nostalgische Gefühle. Oh. Ja. Warum? Weil meine Ex-Freundin, die hat auch immer den Schokokuchen bestellt. Aber die konnte das, weißt du, die konnte das jeden Tag essen. Die blieb schlank. Die konnte essen, was sie will. Tolle Frau. Deswegen hat sie dich wahrscheinlich auch verlassen, ne? Sorry. Mmh, lecker. Mhm. Aber nur so, ja. Schoko, Sahne, schlechte Zähne. Mhm. Mhm. Was? Vielen Dank. Der halbe Liter Wodka für die Dame. Eine. Weißt du, was ich spannend finde? Auf den Bildern, ne? Mhm. Dachte ich mir so, ach du Scheiße, die Frau kann sich nicht anziehen. Aber jetzt, wenn ich dich so sehe... Ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Alkohol im Blut tatsächlich. Ich weiß nicht, aber Alkohol ein bisschen wenig für das Date, deswegen kurz. Jetzt kann es losgehen.